Ja, hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Dieter. Wir haben's jetzt immer noch den 31.07. Dienstag und ich habe mich eingeloggt in Jurassic World Alive, 11 Uhr. Und was sehe ich da? Ich bekomme diese Power Arenen oder wie sich die schimpfen. Warte mal, ich muss da mal richtig draufklicken. So. Power Spieler Kampfeinsatz. Ist wohl ein Event. Ich freue mich drauf. Ich habe schon drauf gewartet, wann die denn endlich mal bei mir erscheinen werden. Und ich werde jetzt einfach mal einen Kampf machen, weil das würde mich ja doch mal interessieren, wie das da drinnen so abläuft. Wahrscheinlich werde ich gnadenlos ablosen. Aber ich schaue es mir auf jeden Fall mal an. Und ich habe mir auch gedacht, wenn das schon so ist, dann mache ich spontan ein Video dafür. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie ihr am Jurassic World Alive am Spielen seid, ob ihr auch in den Genuss gekommen seid, diese Arenen hier zu haben. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich sehe gerade, ich habe im OBS noch ein bisschen kribbeln beim Bluescreen, obwohl der Ventilator gerade nicht so stark dahin geht. So, ich habe das jetzt weggemacht. Nein, jetzt, jetzt. Ja, jetzt ist weg. So. Die Einstellung ist ganz okay, finde ich. Und wir gehen jetzt einfach mal in so einen Kampf rein. Wir schauen uns das Ganze mal an. Und ja, genießt die Show. So, mein Team. Ich darf jetzt vier wählen. Er hat. Das gegnerische Team besteht aus Tieren mit Betäubungsangriffen und negativen Statuseffekten. Verwende Dimitridon und verwandte Saurier mit Immunität oder schnelle Tiere wie Raptoren, um es zu besiegen. Gut, pass auf, dann nehme ich den Postdimetrodon. Meinen Velociraptor nehme ich mit rein. Diesen nehme ich mit rein, Ankylo, keine Ahnung, Ankylodokon oder so ähnlich heißt der. Und, ach komm, ich nehme den Nodopatosaurus noch mit rein. Und jetzt kämpfen wir mal. Jetzt schaue ich mir das Ganze mal an. Oh, ich freue mich irgendwie wie so ein kleines Schulkind, dass ich endlich in den Genuss komme. Ich hatte das ja schon mal bei Poke Fodder gesehen. Das ist amerikanischer Kollege, der nur World Jurassic World Alive und Pokémon Sachen macht. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich bin jetzt so gespannt, ne? Ich nehme mein Postimetrodon. Ich darf als erstes. Ich gucke mal hier, nein. Ich gucke mal hier, nein. Also nehmen wir den. Ich denke mal, das ist der einzigste. Ist eine kleine Arena. Oh, er macht einen ablenkenden Stoß. Okay, ich bin immun. Das ist sehr gut. Damit werde ich ihn kriegen. Ist ja nur ein Dino. Erfolg. Finde ich klasse. Finde ich richtig klasse. Gut, das ist jetzt eine kleine Arena. Das ist wahrscheinlich die kleinste, die man überhaupt bekommen kann. Aber es gibt halt Münzen, was ja auch interessant ist. Dann gehen wir gleich wieder rein. Den Söldner lasse ich jetzt mal da außen vor. Ich möchte die Arena machen. So, dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Jetzt kommen zwei Tiere. Ich nehme wieder mein Postimetrodon, mein Velociraptor. Ich nehme wieder das Viererteam, was ich eben schon genommen habe. Und jetzt habe ich zwei Dinos, die ich besiegen muss. Gucken wir mal, wie das so abläuft. Ich freue mich wie so ein kleines Kind, dass ich jetzt diese Arena machen kann. Und übrigens, ihr dürft mir auch gerne ein Abo da lassen. Ich freue mich über ein Abo. Für euch ist das Abo kostenlos. Und ich freue mich, dass ich Abonnenten dazu gewinne. Das zeigt mir, dass ihr meine Videos auch schaut und dass ihr vielleicht meine Videos auch gut findet. Wenn nicht, dürft ihr das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich höre mir das auch gerne an. Ich lese mir das auch gerne durch, kommentiere auch auf Kommentare. Und ja, schreibt wild drauf los. Ein Like wäre natürlich auch cool.
Der war nicht schlecht. Jetzt kommt ein schwacher Betäubungsangriff. Ich bin immun. Kann mir nichts passieren. Oh, mich hat eine Mücke gestochen. Dieses Mistvieh. Muss ich mal gucken, wo das nachher hier ist. Muss ich tot machen. Nicht, dass mich die Mücke nachts nochmal hat. So, jetzt bin ich auf jeden Fall schon mal bis zum Pfeil. Das ist gar nicht so übel. So, was haben wir denn in dem Brutkasten drinne? Gucken wir uns mal an. Okay, ein paar Münzen. Münzen sind immer gut. Pfeile habe ich voll. Ja, ich denke mal dafür, dass es eine kleine Arena ist, war das schon mal gar nicht schlecht. Gehen wir nochmal rein für den dritten Kampf, den letzten Kampf, dass wir hinten zum Brutkasten kommen. Ich nehme bei den drei Saurier, ja, ich nehme wieder dieselben. So, gehe in den Kampf rein. Oh, finde ich klasse, dass ich endlich mal in den Genuss komme, jetzt diese Arena zu machen. Es war ja schon angekündigt, wie gesagt, amerikanischer Kollege, der ja auch Videos macht, Pokefodder, der hat darüber schon berichtet. Ich glaube, da war er auf dem Beta-Server oder sowas. Weil in den normalen Spielen, die er jetzt gemacht hatte, waren die nicht vorhanden. Oh, das ist richtig cool, ich freue mich. Ist mal wieder ein bisschen was anderes. Man gewinnt ein bisschen was dazu. Das heißt, also Gold gewinnt man dazu. DNS gewinnt man dazu. Das ist echt eine feine Sache. Finde ich voll cool. Jetzt muss ich natürlich gegen drei Dinos kämpfen. Aber ich sag mal so, bei der Höhe meiner Dinos müsste das eigentlich relativ gut klappen. Finde ich fantastisch. Macht es gleich wieder ein bisschen interessanter. Ich freue mich auch, dass ich direkt ein Video darüber machen kann. Habe ich voll Freude. Das ist richtig genial. Hey, hau mich nicht. Ich glaube, der hört nicht auf mich. Aber ich denke mal, ich habe hier nichts zu befürchten in der normalen. Das ist, wie gesagt, die kleinste Einstiegsarena, die man da machen kann. Finde ich richtig gut. Oh, ich schaff's auch mit dem ersten Dino. Ich muss noch nicht mal meine anderen dafür bemühen. Das ist ja auch fantastisch. Ja, hat super geklappt. Freut mich. Ich hab's bis zum Inkubator geschafft. Gucke ich mir mal an, was da drin ist. Ich denke mal, da wird dasselbe drin sein, was ich eben auch hatte, so in der Art. Ja, ein bisschen mehr Dino-Coins auf jeden Fall. Also es lohnt sich richtig. Stegosaurus. Tuyangosaurus, okay. Ja, die Arena habe ich jetzt gefetzt. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal raufgehe? Sagt er mir, ja, Herausforderung abgeschlossen. Also ich kann diese Arena jetzt nicht mehr machen. Was ich jetzt gern wissen würde, ob hier irgendwo eine Arena ist, die höher ist. Weil es soll ja auch andere geben. Es soll ja nicht nur diese kleinen Arenen geben. Es soll ja auch Rare und epische Arenen geben. Ich guck mal, ob ich eine finde. Ich lasse jetzt mal alle Dinosaurier außen vor. Ich werde jetzt nichts fangen. Es sei denn, hier kommt irgendwo ein Gelber. Ich guck mir einfach mal die Arenen an. Das sind alles dieselben. Also keine spezielle Arena. Es könnte natürlich jetzt auch sein, dass das eventartig abläuft, dass ich zum Beispiel diesen einen Tag und die 15 Stunden, die jetzt noch verbleiben, nur diese Arenen habe und dass dann eventuell andere kommen.
Das testen wir einfach mal, indem ich jetzt mal ein bisschen hier durch die Gegend laufe. Wenn ihr wissen möchtet, wo ich gerade bin, ich bin gerade unterwegs in Berlin, in der Nähe, also zwischen Checkpoint Charlie und Görlitzer Park. Und dort bin ich gerade am Gange. Also die Arena hatten wir uns ja angeguckt. Das ist auch eine normale. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es hier auch andere gibt oder ob es in der Zeit... Ihr seht es ja, ich zeige euch das nochmal. Hier ist noch ein Tag, 15 Stunden. Ich gehe mal hier drauf. Powerspieler, Kampfeinsatz. Hier steht nichts davon, dass irgendwie noch andere Arenen da sind. Da hinten scheint es nichts mehr zu geben. Ich sehe da auf jeden Fall keine Arenen. In der Ferne. Doch da hinten ist auch noch eine. Da hinten ist auch noch eine. Also es sind jetzt mehrere vorhanden, aber scheinen wohl alles die normalen zu sein. Hier ist jetzt keine Power, also keine große Arena dabei. Weder eine mit seltenem noch mit epischen oder sonstigen anderen Brutkästen. Das sind also nur die normalen. Da könnte man jetzt davon ausgehen, dass die anderen wahrscheinlich kommen, wenn die Zeit für diese Arenen hier vorbei ist. Freue ich mich natürlich drauf. Wenn dem so ist, werde ich die auch machen und werde sofort ein Video darüber machen für euch, für meine Community, für die Leute, die mir gerne zuschauen. Ich freue mich ja, dass ich für euch solche Videos produzieren kann. So wie ich das sehe, sind es nur die normalen, also die gewöhnliche, ist ja dann quasi gewöhnlich. Die nächste Stufe wäre ja selten. Danach käme die Stufe episch. Danach käme die Stufe legendär, theoretisch, wenn man das so annimmt. Und dann wäre ja eigentlich einzigartig. Schauen wir mal, was es bringt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich werde morgen... Ja, was heißt morgen? Nee, das wäre ja übermorgen, wenn die andere Arena kommt. Wenn dem dann so ist, weil ich sehe jetzt hier nichts. Schade eigentlich. Auch schade, dass man jetzt nicht nochmal so eine Arena machen kann. Aber wie gesagt, es ist ja... beendet, die Herausforderung ist abgeschlossen beim Powerspieler-Kampfeinsatz. Ich finde es richtig klasse, ich habe mich darüber gefreut, das machen zu dürfen. Ich habe mich auch gefreut, dass ich gleich eingeschaltet habe, um für euch das Video zu produzieren. Ich bleibe auf jeden Fall am Ball. Ich freue mich auch, wenn die nächste dann kommt, dass ich wieder ein Video für euch machen kann. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterspielen, beende das jetzt aber hier erstmal, weil das Video hat schon wieder fast 14 Minuten. Ich möchte euch auch nicht überstrapazieren mit der ganzen Geschichte. Denn wenige Leute gucken sich Videos an, die zum Beispiel eine halbe Stunde gehen. Was anderes wäre, wenn ich streamen könnte, aber ich kann leider nicht streamen. Da ich hier eine langsame Internetleitung habe, also hier kommen nur 14K an, mehr kommt hier nicht an. Wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwann umzuziehen, dann würde ich gerne dahin ziehen, wo ich schnelles Internet bekomme. Dann würde ich natürlich auch anfangen zu streamen. Würde mich natürlich freuen, wenn das möglich wäre. Schauen wir mal, was das Jahr jetzt noch so bringt. Ich hoffe ja, dass ich eventuell noch ein bisschen erfolgreicher werde auf YouTube. Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken. Ich denke mal, in meinem Alter ist das nicht mehr ganz so einfach. Wenn ich jetzt 30 Jahre jünger wäre, würde das wahrscheinlich schneller gehen, obwohl ich mich gar nicht so alt fühle. Und ich denke, es gibt auch nicht viele Leute in meinem Alter, die so einen Spaß und so eine Freude dran haben, überhaupt solche Spiele zu spielen. Mir macht es unwahrscheinlich Spaß. Ich spiele ja viele Spiele. Ich spiele Jurassic World, ich spiele Jurassic World Alive, ich spiele Jurassic World Evolution. Ich spiele
World of Warcraft, ich spiele Realm Royale, ich spiele Fortnite, nur bei Fortnite und Realm Royale, da bin ich leider nicht ganz so gut, weil ich auch nicht kontinuierlich spiele und auch nicht so viel. Ich denke, das würde sich ändern. Dann habe ich auch noch so ein Autospiel, was ich gerne spiele auf Steam. Ich weiß jetzt gar nicht, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber ist auch interessant, macht mir auch Spaß. Need for Speed spiele ich auch, das macht mir auch unheimlich viel Spaß. Ab und an auch noch Diablo 3. Mal gucken, was es so noch gibt. Wie gesagt, ich beende das Ganze jetzt hier. Ich möchte euch auch nicht überstrapazieren. Ich ziehe mal kurz an meiner Dampfe. Wow, herrlich. Ich habe hier so ein ganz, ganz, ganz tolles Liquid bekommen. Ich mache jetzt keine Werbung, also ich werde nicht für Werbung oder Produktplatzierung bezahlt. Aber das ist Dr. Frost Sherry Eis, schmeckt mir unwahrscheinlich gut, hat einen super geilen Geschmack, lässt sich super dampfen, außer dass man die Watte ein bisschen schneller wechseln muss, weil das ein bisschen süßlich ist. Ich denke, dadurch verkohlt die Watte ein bisschen schneller, aber ansonsten wirklich genial. Ja. Super Geschmack. Oh, ihr seht es am Rauch. Jetzt, dass mein Bluescreen hinten, mein Bettlaken quasi sichtbar war. Ich hoffe, das war jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, lasst ein Abo da. Ich würde mich freuen. Kommentare sowieso. Und über ein Däumchen. Das wäre natürlich ein Träumchen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in einem meiner nächsten Videos. Und sollte ich doch noch einen anderen Inkubator finden, also einen anderen Brutkasten, ich werde noch ein bisschen zocken heute, dann werde ich nochmal mein OBS starten und werde darüber dann auch berichten. Allein schon, um zu zeigen, dass es eventuell ein oder mehrere von diesen Powerspieler-Einsatz-Dingern da gibt. Und ja, schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wenn ich ein Video hochlade. Ich hab euch alle gern, ihr seid meine Community. Ich kämpfe für euch, dass ihr bei mir bleibt und dass ich noch mehr dazu bekomme. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin, gehabt's euch wohl, euer Dieter. Ciao.